Jetzt kommen wir erstmal zu Thema Nummer 2 hier am Mittwochabend und wir wollen mal wieder über Lewis Hamilton sprechen. Wir haben das bereits schon in der vergangenen Woche bei uns im Magazin getan, am vergangenen Dienstag. Diese Gerüchte, wie es jetzt um die Zukunft von Lewis Hamilton bestellt ist, ja, es ist eins der Top-Themen, die einfach die Formel 1-Welt am meisten beschäftigt. Denn der Vertrag von Lewis Hamilton, er läuft zum Saisonende aus. Beide Seiten, also sowohl Mercedes in Persona eben Toto Wolff als eben auch Lewis Hamilton, hatten in den vergangenen Wochen und Monaten stets verkündet oder vielmehr auch dann zum Ausdruck gebracht, dass beide Seiten verlängern wollen. Aber Fakt ist, bis dato gab es noch nichts, also noch keinen unterschriftsfähigen Vertrag. Also von den Aussagen her auch in den vergangenen Monaten bewog man sich vielmehr ja auch eben da, dass es ja auch einen Toto Wolff gab, der selber auch sagte, er würde Lewis Hamilton auch gar nicht böse sein, wenn er sich dann auch nach einer Alternative umsehen würde. Klar ist auch eben eins, was natürlich entscheidend ist für die weitere Zukunft von Lewis Hamilton ist, welches Team kann Lewis Hamilton wirklich ein konkurrenzfähiges Auto im nächsten Jahr hinstellen? Und da scheint wohl auch Ferrari mitmischen zu wollen, denn nach den jüngsten Berichten der Daily Mail soll nämlich Ferrari dem siebenmaligen Weltmeister ein Wahnsinnsangebot vorlegen, und zwar nämlich einen Mega-Vertrag in Höhe von 46 Millionen Euro. Und da reden wir nicht über einen Mehrjahresvertrag, also für mehrere Jahre diese 46 Millionen, sondern wir reden von gerade einmal einem Jahr 46 Millionen Euro. Und das berichtet eben die Daily Mail und schürt eben diese Gerüchte. Wir sehen hier auch mal noch ein Bild von der Daily Mail mit den Berichten dann auch, weil es ja die ein oder anderen immer auch gibt, die dann sagen, es sei Fake News gewissermaßen. Das ist es natürlich nicht. Die Daily Mail, sie berichtet darüber und schürt eben auch diese Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Lewis Hamilton zur Scuderia Ferrari. Und eben genau dieser Gedanke, diesen Mega-Vertrag Lewis Hamilton vorzulegen, soll bereits in den obersten Gremien des Rennstalls bereits vorangetrieben worden sein, weil man dort wohl den Wunsch habe, dass eben Lewis Hamilton bei Ferrari seinen 8. WM-Titel wiederum gewinnt und damit auch den bisherigen Rekord von Michael Schumacher eben knackt. Wir wissen, sowohl Lewis Hamilton als auch Michael Schumacher beide jeweils 7 WM-Titel, und bei Michael Schumacher war es ja auch so, dass er ja 5 seiner 7 Titel insgesamt eben bei der Scuderia eben gewonnen hatte. Und den Berichten zufolge, also der Daily Mail, soll auch bereits Ferrari-Präsident John Elkann bereits in einem engen Austausch mit Lewis Hamilton stehen. Wiederum benennt die Boulevardzeitung unter Berufung auf Quellen sowohl aus England und Italien sogar 2 konkrete Szenarien, die eben bei Ferrari aktuell diskutiert werden. Die erste Variante, die man laut dem Bericht entsprechend bevorzugt, sei, dass man Lewis Hamilton an der Seite von Charles Leclerc als zweiten Topfahrer etablieren möchte. Aber man beschäftigt sich auch mit dem Szenario, dass man wiederum auch Charles Leclerc opfert, also quasi gehen lässt. Das sieht man ihn auch. Also auch da natürlich bisweilen für ihn ja alles andere als eine goldene Ära bei Ferrari. In dieser zweiten Konstellation, also wenn man Charles Leclerc opfert, würde wiederum Carlos Sainz, dessen Zukunft bei Ferrari ja auch als ungeklärt gilt, wiederum sein Cockpit behalten. Und dann wäre natürlich so oder so klar, wer dann die Nummer 1 und die Nummer 2 im Team wäre. Und man würde sich auch mit diesem Gedanken beschäftigen, dass man dann Leclerc auch zu Mercedes ziehen lassen könnte. Also dass man quasi einen Tausch macht. Lewis Hamilton, er geht zu Ferrari, und Charles Leclerc, er verlässt die Scuderia und geht wiederum auch zu Mercedes und würde dann mit George Russell quasi dort die neue Fahrerpaarung bilden. Was allerdings aber noch nicht ganz klar sei, nach den Berichten der Daily Mail zufolge, ob diese Szenarien überhaupt für Lewis Hamilton eine denkbare und ernstzunehmende Option sei, weil, wie es nämlich heißt, da sehen wir auch mal gerade die Beziehung zwischen Lewis Hamilton und Frédéric Vasseur. Sie begann schon einst sehr, sehr früh. Wir sehen es dann auch in den Bildern. Selber wiederum hat Lewis Hamilton nicht, da sehen wir auch hier mal ein paar Bilder noch aus der jüngeren Zeit, einen ganz jungen Lewis Hamilton und einen noch jüngeren Frédéric Vasseur, der heutige Ferrari-Teamchef. Lewis Hamilton selber soll also noch nicht mit Mercedes abgeschlossen haben.
Hängt natürlich auch wiederum davon ab, eben wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten läuft. Sicher eins der Indikatoren wird sein, ob das Upgrade, mit dem Mercedes da jetzt an den Start gehen wird, ob das nennenswerte Fortschritte erzielen wird können oder ob man nach wie vor auf der Stelle stehen wird. Und generell natürlich auch, wie es um das Auto für die nächste Saison, für die Saison 2024 wiederum bestellt ist. Selber soll nach den Berichten zufolge es bei Lewis Hamilton keine wirklich große Rolle spielen, also diese finanziellen Erwägungen, das sei jetzt nicht eins der entscheidenden Kriterien bei ihm, weil natürlich auch Mercedes entsprechend da selbst ordentlich mitmischt. Also auch da sicher könnte Mercedes oder würde Mercedes im besten Falle dann auch noch etwaige Summen noch übertrumpfen können und entsprechend auch Lewis Hamilton ein lukratives Paket anbieten. Die Frage ist eben nur, welches der beiden Teams wird eben Lewis Hamilton oder könnte Lewis Hamilton für die kommende Saison entsprechend dann auch ein konkurrenzfähiges Auto bereitstellen. Mercedes selber, das hat man von Toto Wolff in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, möchte natürlich auch über die Saison 2023 hinaus mit dem Briten weiterarbeiten. Es war ja auch mal vor einigen Wochen die Rede, dass Lewis Hamilton einen neuen Zweijahresvertrag bekommen soll und anschließend nach seiner aktiven Formel 1-Zeit auch noch eben als Markenbotschafter bis weit ins Jahre 2030 hinaus auch bei Mercedes weiter aktiv sein sollen. Und Toto Wolff selber hat auch noch mal jüngst betont, dass er sich auch von den Ferrari-Spekulationen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Er hat im Interview mit OE24 eben Folgendes gesagt: Wir diskutieren ganz normal, ohne jeden Zeitdruck. Und hat dann nochmal zum Ausdruck gebracht, wie schwierig es eben ja auch ist, wenn zwei Freunde sich dann an den Tisch setzen und gewissermaßen dann miteinander verhandeln müssen, und sagt eben, es sei einfach unangenehm, dass zwei Freunde, zwei Blutsbrüder, die 10 Jahre durch dick und dünn gegangen sind, plötzlich ums Geld diskutieren müssen. Wobei man dann natürlich ehrlicherweise schon sagen muss, der Satz lässt ja eigentlich, oder nach dem Satz vielmehr zufolge, müsste man ja der Meinung sein, dass man in den letzten 10 Jahren kein einziges Mal miteinander verhandelt hat. Es war ja eben nicht so, dass es in den vergangenen Jahren nicht ähnliche Situationen gegeben habe. Im Gegenteil. Und eins hat man es ja auch, war es ja sogar erst im neuen Jahr klar, ob ein Lewis Hamilton überhaupt weitermacht. Und also diese Situation, dass sich beide Parteien da hinsetzen und eben dann auch über harte Fakten eben sprechen müssen, das ist jetzt nicht erst, oder ist für Mercedes ja wiederum auch keine neue Situation und für ein Lewis Hamilton so oder so auch nicht. Ja, wie eben schon ausgeführt, munkelt die Daily Mail, dass eins der entscheidenden Faktoren eben sein könnte, wie eben auch die Zukunft sowohl bei Mercedes als auch bei Ferrari aussieht. Wir wissen, Ferrari selber ist derzeit alles andere als konkurrenzfähig, auf eine Runde ja, aber im Rennen, da fehlt dann doch wieder die Pace, und selbst ein schwächelnder Mercedes ist dann zum Teil noch stärker als ein Ferrari. Das wiederum sieht auch Ralf Schumacher so und hat nämlich bei Sky Folgendes gesagt: Ich halte das für ein Gerücht. Hamilton ist sehr zufrieden, da wo er gerade ist. Selbst Ferrari ist im Moment ein großes Fragezeichen. Ich glaube, seine Motivation ist auf der einen Seite finanziell, auf der anderen Seite aber auch erfolgsgetrieben. Ja, und wiederum auch glaubt er, dass ein Wechsel zu Ferrari nicht gerade als Upgrade bezeichnet werden könnte für Lewis Hamilton, indem er nämlich sagt, selbst mit einem Auto, was im Moment nicht funktioniert, ist Mercedes häufig vor Ferrari. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Deswegen glaube ich nicht, dass Ferrari eine Alternative ist. Ja, aber was ist andererseits, wenn man eben schon abschätzen kann, dass 2024 bei Mercedes ist auch nicht spürbar nach vorne geht, dass ein Lewis Hamilton eben auch nicht im nächsten Jahr um Siege mitfahren kann, geschweige um WM-Titel. Da hilft auch der schöne Blick in die Vergangenheit auf erfolgreiche 10 Jahre nichts, denn die große Mission eben von Lewis Hamilton ist der Gewinn der achten
Weltmeisterschaft. Und wenn er diese Möglichkeit, so lieb er auch Toto Wolff oder das gesamte Mercedes-Team haben kann, aber so wie es eben auch Ralf Schumacher gesagt hat, das Finanzielle das eine, aber eben auch wenn er erfolgsentsprechend getrieben ist, dann braucht er eben auch natürlich eine Basis, um diesen Erfolg auch generieren zu können. Und wenn das ein Auto ist, das wie im vergangenen Jahr und in den bisherigen Rennen eben nicht konkurrenzfähig ist, letztes Jahr mit Ausnahme eben von Brasilien, wo man den Doppelsieg einfahren konnte, nicht Lewis Hamilton, sondern eben ja George Russell das Rennen gewann, dann muss eben sich auch ein Lewis Hamilton mal ernsthaft Gedanken machen, ob das so auf die Dauer noch Sinn macht. Weil auch er weiß natürlich, er wird nicht jünger und so viele Jahre Zeit wird er nun auch nicht mehr haben, um jetzt Jahr für Jahr bei einem Mercedes-Team zu bleiben, das zwar sich, wie man so schön sagt, stets bemüht, aber es dann letztlich aus welchen Gründen auch immer dann eben nicht schafft, auch ein konkurrenzfähiges Auto hinzustellen, dann muss eben der einzige Gedanke für Lewis Hamilton sein, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Ob das im Endeffekt Ferrari sein kann, das ist natürlich auch höchst zweifelhaft. Angemessen der letzten Jahre ist natürlich auch gerade Ferrari nicht gerade das Team. Andy Gröbel bei uns hat es ja mal in seiner Premierensendung oder in seinem Premierenauftritt bei uns in der Rennanalyse auch mal zum Ausdruck gebracht, dass es eben nur bis dato eine erfolgreiche Phase gab mit Ferrari. Das war eben die Ära unter Michael Schumacher, Sean Todd eben und Russ Brown. Ansonsten eben ist Ferrari oder vielmehr läuft Ferrari seinen Zielen eigentlich weit hinterher und John Elkann war es ja auch, der vor Beginn der Saison ja auch noch daran geglaubt hat, dass man in diesem Jahr um den WM-Titel mitfahren kann. Danach sieht es aktuell ja auch nicht wirklich aus. Also wenn das so bliebe bei Ferrari und auch bei Mercedes, dann ist es sicher keine leichte Entscheidung für ihn, ob er ein finanziell gutes Angebot von Ferrari oder eben auch ein finanziell gutes Angebot von Mercedes annimmt. Dann muss man sich vielleicht mit dem Gedanken auseinandersetzen, Pest oder Cholera, wie man so schön sagt, was eben dann auch vielleicht eher so den kleineren Vorteil hat, wo es vielleicht einen Ticken mehr Hoffnung gibt, dass das da eben erfolgreich werden könnte. Was glaubt ihr? Die Frage natürlich, die auch ja viele Fans natürlich umtreibt und Formel 1 Zuschauer, könnt ihr euch vorstellen, einen Lewis Hamilton bei Ferrari zu sehen? Glaubt ihr, dass es so einen Tausch geben könnte, Lewis Hamilton zu Ferrari und im Gegenzug ein Charles Leclerc zu Mercedes? Oder gar eben, was ja die erste Variante ist, über die die Daily Mail ja auch geschrieben hat, dass man Lewis Hamilton und Charles Leclerc zusammen in einem Team, kann sowas funktionieren? Ein Charles Leclerc, der es die letzten Jahre eigentlich gewohnt war, bei Ferrari die Nummer 1 zu sein, auch wenn es Ferrari selber so nie zum Ausdruck gebracht hat. Aber es ist natürlich schon auch klar, und ein Leclerc, auch wenn es die Punkte aktuell noch nicht so hergeben, ist aber trotzdem eigentlich auch der stärkere der beiden Piloten. Und Sainz selber, der ist ja auch nicht gerade, wie soll ich sagen, jetzt der Stärkste. Und er wackelt ja auch schon bei Ferrari. Diese Gerüchte und Spekulationen, die gibt es ja auch schon. Vor allem auch gerade durch die ein oder anderen Vorkommnisse, die es schon in diesen ersten 5 Rennen der Saison 2023 wiederum auch gab. Könnt ihr euch das vorstellen, die beiden in einem Team oder eben auch Lewis Hamilton in Kombination mit Carlos Sainz, wenn eben im Gegenzug Leclerc dann geopfert wird, wie es die Daily Mail wiederum dann auch schreibt. Da bin ich mal sehr auf eure Meinung gespannt, was ihr glaubt, wie könnte die weitere Zukunft von Lewis Hamilton aussehen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.